Okay. Ich werde jetzt einen Text machen, der auch sitzt. Und kann jetzt mein krasses Arrangement nicht gerade bedienen. 100 Texte auswendig, nein. Ich möchte über ein Thema sprechen, über das wir heute noch nicht so viel gesprochen haben und das mir sehr am Herzen liegt. Über mich. Gehe jetzt, man sieht mir das nicht an, Oil of Olas, aber ich gehe jetzt auch schon bald auf die 30 zu und habe deswegen einen Text geschrieben über mein aktuelles Lieblingshobby, Selbstmitleid. Und der Text heißt, wenn Fliegen träumen lernen. Das ist schon sehr humorvoll. Und der Text beginnt mit einer Hip-Hop-Referenz. Ich sehe hier so ein paar Kids aus den 90er Jahren. Die Zeile ist für euch, Shish. Hi. Ich hatte mal einen Freund, kein guter, sozusagen mein Wagster, der sich ständig die Finger danach geleckt hat, mir zu sagen, dass er sich zwar von mir seinen Respekt wahrt, doch meine Ambitionen, so leid es ihm tat, eher als Gag sah. Lächerlich, Digga. Wovon träumst du nachts? Das ist nicht deine Kragenweite, schlug er die Phrasenpeitsche, bis ich niedergeschlagen weinte und nach Hause auf meinem Radl heizte, wo ich den restlichen Tag, weil mein Magen streikte, nur unter der Bettdecke vergraben bleibte. Das kann man so sagen. In Familie, so ist, baute sie mich auf zu jeder Zeit. Die Zeit heilt alle Wunden, sagte mein Opa. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde, sagte meine Mutter. Die Letzten werden die Ersten sein, sagte mein Vater. Aus großer Kraft wächst große Verantwortung, sagte der Fernseher. Was für ein dummer Hurensohn, sagte mein Bruder. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können, sagte Friedrich Nietzsche. Das verstand ich zwar nicht, aber es gefiel mir schon damals, denn Chaos, ja Chaos hatte ich. Ich wollte und träumte alles. Und wollte, ich versäumte nichts, die Idee stand mir ins Gesicht geschrieben. Ich sah es stets als meine Pflicht zu siegen, bin daher auch nie lange ich geblieben, denn ich wollte mich verwandeln. Ich wollte gut im Turnen sein. Also wurde ich es. Ich wollte ein guter Fußballer sein, also wurde ich es. Ich wollte gut Schach spielen können, also lernte ich es. Ich wollte Instrumente beherrschen, also tat ich es. Ich wollte Theater spielen, also spielte ich. Ich wollte Breakdance tanzen, also b-boyte ich. Ich wollte in Clubs ab 18 und es hieß, nee, heute nicht, heute nur Stammgäste. Ich wollte gut in der Schule sein, also wurde ich es. Ich wollte cool bei den Jungs sein, also wurde ich es. Ich wollte der Schwarm bei den Mädchen sein. Ich war auf jeden Fall cool bei den Jungs. Ich wollte Kung-Fu können. Also huaa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 a
Wann sagt mir, wann bin ich zum Realist geworden und warum klingt das überhaupt so falsch? Szenenwechsel. Wieder sitzen wir in unserem Lieblingscafé, in dem man auf überdimensionalen Stühlen sitzt, aus überdimensionalen Tassen trinkt und nur über die Theke gucken kann, wenn man sich auf die Zehenspitzen stellt. Einfach, damit man sich mal wieder als Kind fühlen kann, Brudi. Wir sitzen an dem Tisch, an dem wir immer sitzen, du, ich und Ernst. Wir spielen Nostalgiequartett und überbieten uns mit geplatzten Träumen. Du legst eine gescheiterte Beziehung, ich einen verpassten Auslandsaufenthalt. Du ein frustrierendes Studium, ich einen schlecht bezahlten Minijob. Du einen leeren Lebenslauf, ich einen leeren Kontoauszug. Ernst legt einen Hauptschulabschluss und alle so. Ach, sind wir nicht ein schöner Scheiterhaufen? So ganz ohne Feuer, glanzlos am Steuer auf der Nicht-Überholspur, Bedauerkarteninhaber für unseren eigenen Fanblock, der immer leer steht, weil wir uns ständig einen einschenken lassen, ein paar Tropfen auf den kalten Stein. Wir sind schon zwei arme Schweine, wir beide. Schau uns an, wolltest du nicht immer Medizin studieren? Wollte ich nicht immer Journalist werden? Wolltest du nicht immer die Welt bereisen? Und wollte ich nicht immer einen Doktortitel haben? Oder wenigstens einen kaufen? Leb deinen Traum, haben sie gesagt. Welches kleine Kind will bitte später Poetry Slammer werden? Plötzlich wackelt der Tisch und steht schief. Ernst holt einen winzigen Stein unter der gigantischen Platte hervor, der eines der Tischbeine stützt und in Wirklichkeit ein uralter Glückskeks ist. True Story. Ernst bricht ihn in zwei und liest den staubigen Schnipsel vor. In dein Herz, es gibt keinem geplatzte Träume. Nur Träume, die du noch nicht geträumt hast. Wir schauen uns ungläubig an, Ernst lacht und dann erinnern wir uns, dass wir schon immer mal erwachsen werden wollten. Was denkst du, machen wir einen Kaffee auf, in dem man auf winzigen Stühlen sitzt, aus winzigen Tassen trinkt und sich zur Theke runterbücken muss, wenn man bezahlen will? Einfach, damit man sich mal wieder als Riese fühlen kann. Vielen Dank und viel Spaß noch beim Slam.